Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt und zwar heißt das Let's Retro. Ja, wir spielen nämlich Lego Racers 2, was ich vor einigen Jahren, da war ich um einiges jünger, auch schon gespielt habe. Ich glaube, das ist 2001 erschienen, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist einfach nur ein kleines Lego Racing Game eben. Vielleicht kennst du ein oder andere von euch, das ist eben echt schon um einiges älter wie andere Spiele und die Grafik ist jetzt auch nicht so auf dem neuesten Stand, aber macht immer noch Spaß zu spielen, denke ich. Also ich weiß es selbst nicht. Wir probieren es einfach mal. So, hier fertig, das ist alles schön. Wir können auch hier sogar ein eigenes Auto bauen. Ich zeige das auch mal ganz, ganz kurz an sich. Das Spiel viel zu erklären gibt es da nicht. Ist einfach nur ein Racing-Game. Da gibt es nicht so viel zu erklären. Ich nehme einfach mal so ein fertiges Modell und zeige euch mal, wie man jetzt hier seine eigenen Autos bauen kann. Und zwar ist das nämlich sehr umständlich. Vielleicht seht ihr das auch jetzt. Vor allem, wenn ich hier die Taste bestätige zum Bauen, dann macht er jedes Mal wieder neu in die Mitte. Deshalb ist das sehr, sehr schwer mit dem Ding hier zu bauen. So, da muss ich hier wieder einzeln das Ding aussuchen. So. Mit Numpad kann ich drehen, das sagt auch der komische Sparky-Typ da unten. Ich habe keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Ich weiß nur, ja. Sieht einfach nice aus. So. Was haben wir hier noch? Wir bauen einfach mal schnell so ein Ding zusammen. Was ist das? So, drehen kann ich so. Ja, das sieht einfach wunderschön. Das passt irgendwie nicht. Nur solches Zeug anscheinend. Ah, hier, das ist total stylisch. Das muss einfach mit drauf. Vor allem, es geht nicht mittig. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie. So, keine Ahnung. Das ist wunderschön. Gut, was haben wir hier? Ja, das packe ich mal jetzt hier hin. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Irgendwelche Lampen anscheinend. Also erwartet jetzt nicht zu viel von dem Spiel. Grafisch ist das jetzt nicht so der Brille, aber damals war es halt schön. Hat auch Spaß gemacht. Und ich will jetzt auch nicht ewig hier dran rumbauen. Wir spielen einfach mal das Spiel kurz an. Ob wir das dann weiterspielen sollten oder nicht, das könnt ihr dann, wenn ihr wollt, entscheiden. Ich weiß nicht, ob ihr Lust drauf habt. Ist halt sehr alt, aber macht halt Spaß. So, was ist das jetzt noch hier? Man hat schon viele Möglichkeiten, aber das zu bauen ist natürlich, naja, so eine Sache für sich, ne? Ich nehme jetzt nochmal hier doch die schwarzen Blöcke und baue das jetzt irgendwie zusammen. Achso, na, Teile gehen nicht. Klasse. Dann stelle ich mal das Auto fertig. Das nehmen wir eh nicht, was du aussieht. So, Ende. Ende. Spielen wir einfach mal los. Ein Spieler. Abenteuer, Action-Modus, Rekorde, Zeitrend, Bonus-Spiel. Wir spielen normal. Den Abenteuermodus. Neues Spiel. Namen eingeben. Let's. Das Zeichen gibt's nicht. Play. Okay. Dann nenne ich es einfach Felix, weil es nicht hinpasst. So. Ich habe doch die Scheißfigur gerade erstellt. Warum muss ich das denn jetzt nochmal machen? Okay, machen wir das mal im Schnelldurchlauf. Der Hut sieht einfach perfekt. Vielleicht nehmen wir dafür auch mal was anderes. Ich glaube mal, ihr wollt einfach nur, dass ich mit dem Spiel anfange. Jetzt wird uns hier noch das Zeug hier. Noch ein Auto bauen. Na, Moment mal. Wir nehmen einfach hier so ein fertiges Ding. Ach nein, unser Auto ist da. Jetzt haben wir doch die Schrottkarre neben, oder? Ja, Polizeiauto. Wie kann ich denn das eigentlich verändern? Ich kann jetzt hier Auto wählen, etwas verändern, ja, geht nicht. Das ist also dein Traumauto. Wie bist du sicher? Aha, ich kann einfach nur eins auswählen und nichts verändern. Okay. Diese Geräusche sind einfach. Es ist einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Zurückwärts fahren. Ja, ich weiß, wie das geht. Nein! Ich folge dem grünen Pfeil und wir treffen uns am Strand. Ja, das ist doch schön.
Bis gleich. Ja, toll, jetzt wollte ich trinken und jetzt geht's los. So, also jetzt seht schon, das ist grafisch einfach auf dem neuesten Stand. Deshalb heißt das ja auch Let's Retro. So, vielleicht haue ich ein paar Filter rein, da sieht das vielleicht für euch ein bisschen angenehmer aus. Na, spitzenmäßig. Jetzt fallen wir hier schon mal runter. Ich bin am Strand, hier ist ein komischer Typ. Dieser Sparky, was will denn der von uns? Wir sind dich umfahren. Aha, kann ich denn jetzt mit dir reden? Hey, gut, gefahren, Felix. Jetzt folge dem Pfeil zurück in die Stadt. Da soll es drunter und drüber gehen. Oh Gott, man kann doch nicht lesen in dieser Geschwindigkeit. Was will ich denn jetzt in der Stadt hier? Fahren wir hier hoch. Oh Gott, das Auto bekommt es nicht mal hin. Warum spiele ich das überhaupt? Also es hat damals als Kind echt Spaß gemacht, aber warum bin ich denn jetzt hier? Ich kann da nicht mal aussteigen. So, ich fahre euch alle um. Wow, was ist denn jetzt los? Müssen wir jetzt diese Plattform dahin bauen? Fred, seit ich meinen neuen Bagger habe, bin ich der schnellste Fahrer von Sandy Bay. Keine Chance, ich bin mit meinem Postauto ständig unterwegs und kenne die Straßen wie meine Westentasche. Aber ich muss ja schon von Berufswegen so schnell wie möglich fahren. Nur des Berufes wegen. Ich auch, aber mein allerart Polizeiauto ist schneller als dein Feuerwehrauto, also bin ich der schnellste Fahrer. Nein, ich bin der schnellste Fahrer und ich nehm's mit jedem Herausforderer auf. Oh Gott, Jungs, habt ihr schon mal jemanden mit einem Bagger ein Rennen gewinnen sehen? Ha, du könntest nicht mal Felix schlagen. Ja, hallo, dankeschön. Ach, haltet die Klappe, Jungs. Ich bin so sicher, dass ich gewinne. Dass ich sogar Felix einen goldenen Stein gebe, wenn ich verlieren sollte. Hey, Felix. Grins. Komm rüber zur Baustelle und lass uns ein kleines Rennen fahren. Ja, dann mach doch mal hin hier. Okay, aber mit meinem Bagger gewinnt man doch kein Rennen. Ich hab meinen gelesen und ja. Hahaha, ich find's so zum Brüllen. Pass bloß auf, du. Na, jetzt wird aber aggressiv hier. Was ist das? Halix? Nee, Halax. Oder ist das ein K? Ich weiß es nicht. Die Steuerung ist atemberaubend. Muss ich jetzt über diesen Berg fahren? Okay. Es wird sehr schön hier hochzukommen. Anscheinend komme ich nicht mal hoch, oder? Boah, das Auto schafft aber auch alles. Was ist das denn hier? Nein, ich will es gar nicht wissen. Hallöchen, Felix. Hi, was kann ich für dich tun? Naja, eigentlich sollte ich mit dem Taxi zu meinem Labor fahren, aber der Taxifahrer ist viel zu beschäftigt. Warum bin ich jetzt bitteschön in einer anderen Welt gelandet? War ich jetzt einfach das Rennen übersprungen? Na, Gott sei Dank. Ach, wegen der galaktischen Meisterschaft sind alle unterwegs und versuchen ihre Arbeit rechtzeitig. Wie kann ich denn das hier überspringen? Oh, das geht tatsächlich. Was muss ich jetzt machen? Zu den wissenschaftlichen Labors am Südosten in der Insel. Bitte, Felix. Wo muss ich jetzt hin? Einfach dem Pfeil folgen. Dann machen wir das doch mal. Hauptsache so einen richtig geilen Lance-Flair mit drin. Das macht schon was her. Was ist das eigentlich für ein hässliches Taxi? Und jetzt? Was soll ich mit dem reden? Wo ist denn der überhaupt abgeblieben? So, zu den wissenschaftlichen Labors am Südosten der Insel, bitte.
Ach, weil der Typ uns gerammt hat. Sag das doch gleich, dass ich dich da irgendwie beschützen soll. Das heißt, es ist die Schwierigkeit an dem Spiel, dass ich nicht irgendwo gegenknall. Ja. Danke, Felix. Tschüss. Mit einem S. Wurde das damals mit einem S geschrieben? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Was bist du denn für eine hier? Wow, die Stimme ist einfach grandios. Muss ich die jetzt alle hier rumkutschieren? Ich dachte, ich kann Rennen fahren. Oder waren das dann die Action-Spiele? Oh Mann. Hä? Ja, du willst da runter. Ändern, wo willst du hin? Jetzt einfach nur hier hin. Zu diesem Ding oder was? Danke, Felix. Tschüss. Ja, mach's gut. Kann ich durch das Portal hier durchfahren und fertig ist? Ja, und jetzt? Was ist denn jetzt los? Hier standet doch so ein Typ. Vielleicht muss ich mit dem was machen. Nein, der steht einfach nur da. So, meine lieben Taxifreunde hier, was ist denn los? Was soll ich denn jetzt machen hier? Also, dass ich hier doof rumfahre, passiert gerade nicht viel, ne? Stopp. Mhm. Ich fahre jetzt einfach mal zu so einem doofen Punkt hin, vielleicht passiert dann was. Jetzt sind das ja meine Einsatzziele. Ach ja. Da steht auf jeden Fall schon mal irgendwas. Ah. So, wo willst du hin? Genau dahin, wo ich glaube ich schon war, oder? Ja, Mann. Das ist aber auch eine Steuerung hier. So, nicht wieder durch irgendwelchen Portalen fahren, dann werde ich wieder in eine andere Welt katapultiert. Ah, das wird auch nicht gut ausgehen. Doch, geht's. Ich habe schon ein ganz schönes Tempo drauf hier. Muss man schon mal so sagen, wie es ist. Willst du auch zu dem doofen Ding hier? Nein, du willst woanders hin. Willst du hin? Oh, stimmt da. Danke, Felix. Tschüss. Ja, gut gemacht. Yay. Was ist jetzt? Kriege ich jetzt einen Punkt? Das hast du prima gemacht, Felix. Dankeschön, Doktor. Kein Problem, hat Spaß gemacht. Und wie? Ich habe mit den anderen Fahrgästen gesprochen, die du mitgenommen hast. Sie finden, du hast eine Belohnung verdient. Hier, such dir einen Autobonus aus. Wenn du es mit Rocket Racer aufnehmen willst, wird dir das auf jeden Fall sehr von Nutzen sein. Cool, vielen Dank, Doc. Haftung, Schild, Leistung. Leistung. Yay. Das war ein Bonusspiel. Ich wollte doch kein Bonusspiel. Nein! Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit ein Bonusspiel gemacht. Ich dachte, ich mache wenigstens in der Story weiter. Nein! Wow. Feuereffekte. So, gut, dann würde ich sagen, was ist jetzt mit dieser Folge? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein.